sind jetzt an der Stelle, an der es weitergeht. Oh. Mit Dropse. Oh, ja, kein Bock mehr. Was hat dich aufgehalten, Thomas? Ja, sag mal, was hat dich aufgehalten? Ich wusste, du würdest hier vorbeikommen. Ich schätze, das Team Rocket hat dir ganz schön zugesetzt. Ich habe dich in Saphonia City gesehen und mich gefragt, ob du seitdem besser geworden bist. Alter, gut, dass ich gerade Patte auf die 1 gesetzt habe. Ich reiß ihm so den Allerwertesten jetzt auf. Robse möchte kämpfen, ey. Robse, ein Zauberboss, ja, ja. Aber 37, cool, Alter. Mhm. Und ist jetzt Flug gegen Flug, ne? Ja, das ist der Kampf der Flug-Pokémon. Patte? Oh ne, du machst gleich ernst. Nee, komm. Also. Das, oh, sehr gut. Warum nicht Donner? Donner ist die stärkere Attacke. Echt? Ja. Verdammt, das, und das wäre wär auch, das wäre es auch noch gewesen, ja. Jetzt geht's bestimmt daneben. Jetzt kannst du auch einen Donnerblitz machen. Donnerwende. Oder einen Ruckzucki. Zu spät. Nee, ist nicht zu spät. Tja, jetzt gehen die Attacken daneben. Jetzt fängt er an mit Sandwirbel. Zack. Zack. So. Alter, 1000. Was ist denn ein Fukano? Das war. Ist das Wasser? Das klingt so nach Wasser. Nee, ist Feuerhund. Ja, fast. Feuer, sagst du also? Hast du auch schon mal gesehen, ja. Da könnten wir Patte. Patte hat doch auch eine Wasserattacke, oder? Nee. Aber wir könnten, die hat keine, aber Captain Iglo ist ziemlich gut in Wasser. Ja. Das ist jetzt gerade spannend, weil jetzt muss man mal ein bisschen strategisch wieder überlegen. Wenigstens ein bisschen. Ein bisschen zumindest. Also was heißt überlegen? Ich frage dich und du sagst ja oder nein. Weil eigentlich wäre es mal interessant, dir nicht ja oder nein zu sagen, sondern dich einfach nur ins Messer laufen zu. Ja, aber das ist ja diesem Let's Play nicht so tricklig. Fukano ist ein Wasser-Pokémon, ne? Ja, ja. Ein Owei. Jetzt muss ich mir das herleiten. Ein Owei. Da kann man drauf kommen vom Namen her, was das, klingt das war. Wie. Hat das was mit Eiform zu tun? Dann ja. Wäre es. Waren die Erde? Nee. Die waren Gift? Nee. Psycho? Auch. Auch Psycho? Pflanze? Ja. Hammstein. Ah ja, genau. Die habe ich tatsächlich auch so im Kopf gehabt. So. Die hängen jetzt mitgebrannt. Das dürfte ja ganz gut funktionieren. Stachelspore. Oh, Paralyse. Shit. Ja, kannst du es trotzdem drauf ankommen lassen, theoretisch. Oder heilen? Paraheile, ne? So. Egelsamen. Bepflanzt. Rammstein wurde bepflanzt. Das klingt nicht so furchtbar, wie es sein sollte. So. Simsala. Simsala war Psycho. Yes. Simsala ist Psycho. Gegen Psycho. Moment, ich hab's gleich. Gegen Psycho hilft Elektro nicht. Doch, warte mal. Naja. Elektro. Ich glaube, wir haben nichts, was direkt effektiv ist. Ja, man könnte Miffy reinhauen. Aber das wäre wahrscheinlich von allem was wir machen, jetzt Patte. Da rechnet er. Das sieht aber auch böse aus. Das ist toll, ne? 2 Löffel. Mag ich sehr gerne den Sprite. So, oh, Bams. Ah. Schade. Dann probieren wir mal Miffy. Das Kampf Risiko der Psycho-Pokémon geht nicht ein, ja. Er ist leicht im Nachteil, weil er nur noch 5% AP hat. Oder 10. So wie du das sagst. Oh, Toxin. Ach nee, Quatsch, ne, Gift ist ja nicht effektiv. Das war nicht effektiv, ich weiß, aber gut. So, so und sein letztes. Erstmal Miffy. Turtok. Oh, Turtok ist war Flug, ne? Mhm. Wasser? Mhm. Ist das dieser große. Ja, so. Oh ja, doch. Oh, weia. Ach du lieber. Oh, das ist Level 40. Ach du Scheiße.
Ja, aber Voldemort sollte... Nee. Das ist eigentlich auch ein guter Einstieg. Blubber? Warum macht er denn nur Blubber? Nee, Donner. Ach, ich war immer, ja, ich denke aber es sind mehr Buchstaben, also muss das... Ach Gott, also Donner trifft halt nicht so gut. Wie Donnerblitz. Aber wenn es trifft? Alleine, dass der Bildschirm invertiert wird, ist schon... Oh, ich habe schon den Controller weggeschmissen. Oh. Aber dass der nur Blubber macht, da bin ich ein bisschen beleidigt. Nicht irgendwie Hydro-Pumpe oder so. Eieieiei. 1800 Erfahrungspunkte. Ah. Nicht schlecht, du aber nicht gelevelt. Topse. Mann, du bist so gut, dass du gegen den Rocket Boss antreten kannst. Rocket Boss? Also, Thomas, ich zähle da mal weiter. Wenn ich in den Pokédex sehe, erkenne ich, wie stark die Pokémon sind und wie sie sich entwickeln. Ich werde zur Pokémon-Liga gehen. Dann werde ich die Top 4 ausstechen. Ach, die Top 4. Bald bin ich der mächtigste Trainer der Welt. Viel Glück, Thomas, und trainiere schön weiter. Ciao! Die Top 4 ausstechen, als wären es Plätzchen. Erstens das. Und zweitens, wenn man gerade so wahnsinnig auf den Sack gekriegt hat wie er. Vor allem, was macht er hier? Im Quartier der Bösen. Gute Frage. Oh ja. War ganz gut. Pater ein bisschen mit, wurde ein bisschen mitgenommen. Ach, gucken wir gleich nochmal. Ich weiß ja nicht, was jetzt noch kommt. Ja, was hat er denn gerade gesagt? Naja, dass ich jetzt hier gegen den Chef antreten soll, aber hier ist doch kein... Warum ist denn hier der Chef? Oh, du bist kein Rocket. Kommst du um zu Ende Klasse? Vielen Dank, nimm dieses Pokémon als Dankeschön. Du mit zu Lapras. Was? Ja. Okay, ich muss dir mal zeigen, was Lapras für ein Pokémon ist. Was ist denn Lapras? Lapras ist das hier. Ein... ja. Nessie. Nessie-Pokémon, ja. Ein Wasser- und Eis-Pokémon, wenn ich mich nicht irre. Ein Wassereis. Okay. Ja, Wasser- und Eis. Ja. Komm. Finde ich ein bisschen blöd, dass sie dir nicht mal zeigen, wie es aussieht. Quaddel. Ja, ich war so irgendwie ein bisschen quallig, aber auch nicht so richtig, deswegen ist jetzt Quaddel. Okay. Es ist genügend nur Platz-Pokémon, Quaddel wurde mittels PC, Pokémon, bla bla bla. Es heißt Lapras, nee, eben nicht. Jetzt und nicht. Ist sehr intelligent. Es hat bisher bei uns im Labor gelebt, aber jetzt darf es bei dir in der Box leben, das ist besser. Ein super Trainer werde ich dem Dings da sein. Ja, ein guter Schwimmer und kann nicht übers Wasser, habe ich doch alle schon. Also wenn wir jetzt gleich nochmal kämpfen müssen, und darauf läuft es ja glaube ich hinaus. Kannst ja speichern. Du hast doch starke Pokémon, Mats. Ja, ich du weiß. Du musst doch vor aber, nichts Angst haben. Aber sie haben mich als Trainer. Was soll denn das heißen? Ja, nichts, dass ich mir nicht so viel zutraue. Nein, ich habe ein sehr gutes Gefühl dabei. Wir fangen mit Patte an, haben wir eigentlich schon gewonnen. Ja. Das ist also meine Strategie. Win by default. Win by Patte. Ah, natürlich kommen da noch ein paar Typen. Halt keinen Schritt weiter. Dass ich hier noch einen davor stellen muss. Ja, das ist tatsächlich ein bisschen scheiße. Was hat er denn? Tja, Bodenattacken gehen an Patte einfach vorbei. Ja, aber das ist ja nur Quatsch, ihn dafür. Weil dann machen wir Captain Iglo und geben ihm noch ein bisschen was. Wegen Wasser und so ist natürlich jetzt nicht so. Das wird keinen Unterschied machen, liebes Tragosso. Ich try. Gut, dann würde ich sagen, sind wir doch so langsam am Ende dieses das sagst du jetzt? Gottlosen Gebäudes. Das gottlose Gebäude. Traumauto. können wir eigentlich... Weil zum Beispiel das Kraftwerk, was wir ja jetzt schon gemacht haben, das war schön kompakt. Ja, das stimmt. Das war dieser eine große Raum. In dem hat man ein bisschen Zeit verbracht, aber halt nicht zu viel. So hätte ich gerne mehrere Dungeons und nicht 10 Etagen. Ja, das ist verwirrenden dann Teleportern, Türriegeln und die ganze Zeit kämpfen. Ja.
Also ich finde es ja gut, weil wir haben hier echt ordentlich Level gemacht, das muss man sagen. Also wirklich viel Level. Ein Knogger. Ach schön. Boah, ich habe Bock auf so einen Hanuta-Gang, ey. Klingt Knogger wie ein Schokoriegel, oder was? Ja, nee, also ich weiß nicht, an so einen... Mittags ein Knogger. Oder an Schokonogger muss ich, glaube ich, gerade denken, da... Schokonogger? Da, dieses Eis. Du erinnerst dich? Nee. Jetzt ein Nogger. Also aus dem Schokolade mit so Nussdingern und dann kommt das Eis und da drin ist noch so ein Schokokern. Okay. Hast du jetzt auch Bock auf einen Nogger? Nee. Schade eigentlich. So, ich will aber keinen Silberblick. Nein. Wäre aber besser als Platscher. Jetzt haben wir Silberblick gerade. So, ich bin besser als Platscher. Ja, stimmt. Dann hat man Platscher nicht mehr. Ja, ist weniger peinlich. Und nicht mal verklickst. Ja. Kannst du immer noch sagen, nee, es war Absicht. Nee, ich wollte die Verteidigung verringern. Ja. Warum hast du Platscher benutzt? Ich wollte verteidigen. Ich hab Platscher? Ich hab Platscher. Guck mal. Da oben, hast du schon gesehen, da ist ein PC. Bingo. Müssen wir noch irgendwas machen? Ich sehe ja nochmal. Ah, Thomas, so trifft man sich wieder. Ich führe gerade äußerst wichtige Verhandlungen mit dem Präsidenten. Halte dich für alle Mal aus den Geschäften Erwachsener heraus. Wieso trifft er sich denn wieder? Oder du lernst eine Welt voller Schmerzen kennen. Alter. Alter. Der droht hier gerade ein Kind mit der Welt voller Schmerzen. Yep. Den kennst du schon. Den kenne ich schon? Sieht aus wie ein Vampir vom Sprite her. Ach, das ist der... Giovanni. Ach, Giovanni. Ich hab einen Patte. Und der hat noch 14 Flugattacken. Hätte auch irgendwie so einen Mafia-Namen bekommen müssen. Luigi. Patoni. Salvatore. Luigi. Bams. So, eins weniger. Don Patte einfach. Don Patte. Aber ein Don muss man ja erstmal werden. Ja, nicht Patte. Patte hat einen Lauch. Ach so, Don stimmt. Lauch. Oh, das ist ja auch putzig. Würde ich eigentlich fast wechseln und auf Wasser gehen. Ist kein Boden-Pokémon. Nicht? Nein. Dann fliegen wir. Der Kometenhieb. War auch nicht so krass effektiv jetzt. Nee, Kagama hat, glaube ich, einfach viel AP. Ja? Hm. Also machen wir erstmal so weiter. Kannst ja einen Schwerttanz machen. Ja, aber dann kriege ich noch eine verpasst. Du hast ja Tränke. Ja, aber Tom, so kommen wir... Nee, das reicht. Na toll. Du, du, du. Ich stelle mir vor, dass er schon auf seinem Lauch wie so ein Besen fliegt. Schlitze mal auf. Samt Kind. Mit dem Lauch aufgeschlitzt. Ja. Nicht schlecht, Patte. Nicht schlecht, 41. Die Werte halt auch nicht überragend sind, ne? Doch, doch, für Patte schon. Ein Rihorn. Rihorn. Was war denn das Rihorn? Das hast du sogar schon gefangen. Stein war es. Safari-Zone. Doch. Was, Stein? Steinboden. Steinboden. Dann können wir ja nämlich Captain Iglo nochmal eine kleine Chance geben. Oh Gott. Hier ist mein kleines Captain Iglo. Oh, sei nett zu ihm. Ein Garados ist größer als ein Rihorn. Echt? Ja, ja. Das heißt aber Captain Iglo, deswegen bin ich immer noch sehr... Captain Iglo ist größer als ein Rihorn. Okay. Funktioniert auch ganz gut. Yep. Da musst du dir gar keine Sorgen machen. Und jetzt Nidoqueen. Nidoqueen war das Gift? Gift auch, und ne? Boden, glaube ich, ja. Könntest also eigentlich bleiben auf Captain Iglo, wenn du... Ich würde es probieren, ja. Oh. Das sieht toll aus.
Das finde ich sieht wirklich toll. Sehr, sehr gut aus. Ja. So eine Mischung aus. Das ist Lilo und Stitch. So vom ja. Gesicht so ein bisschen, nur von den Ohren. Geil. 32 Voll Level, Treffer. 41 weggehauen, ey. Das gibt EP. Das gibt ein paar, ja. Yes. Okay, das war also Giovanni. Arg wieder verloren. Alter, 4000. Der hat geil. Kohle. Verdammter Mist, du hast unsere Übernahme des Sylph-Co. vereitelt. Ja, wir können das jetzt unmöglich noch durchziehen, ja, wo du uns in einem Pokémon-Kampf besiegt hast. Aber das Team Rocket wird niemals aufgeben. Thomas, vergiss nicht, dass alle Pokémon nur zum Nutzen des Team Rocket da sind. Ich muss gehen, aber meine Zeit wird kommen. Cool. Der andere ist auch weg. Komm, die sind jetzt alle weg. Das ist der Chef, wa? Mhm. Natürlich sieht die sie gesehen. Wir danken dir für deinen Heldenmut. Du hast uns alle gerettet, danke. Ja, bitte. Wollen wir auch schon noch Geld haben? Ja, schon wir übernehmen jetzt die Firma. Ich danke dir für die Rettung des Sylph-Co. Ich werde niemals vergessen, wie du uns trotz größerer Gefahren tapfer gerettet hast. Wie kann ich dir bloß meinen Dank aussprechen? Ich bin reich, ich könnte dir alles geben. Aber vielleicht mache ich das auch nicht. Vielleicht ist das hier eher was für dich. Ein Meisterball? Ja, den einzigen. Meisterball, den es in diesem Spiel gibt. Und das ist 100%... 100% Fangchance. Ist das eine große Sache? Dadurch, dass der ein Unikat ist, ja. Naja, aber was haben wir denn praktisch davon? Ich möchte mich hier einhacken. Naja, erinnerst du dich noch an Zapdos? Dunkel. Das hast du ja relativ problemlos gefangen. Ja. Und es gibt ein paar Pokémon in jedem Pokémon-Spiel, die man so als legendär oder besonders selten betrachtet. Weil wenn du Zapdos zum Beispiel besiegt hättest, hättest du keine Chance mehr, es zu fangen. Es wäre einfach weg. Ah, okay. Das heißt, wenn ich das auf jeden Fall... Okay, du, das war dann nicht verkehrt. Ich benutze jetzt Fruchtsal, ne? Hier ist ja nichts mehr. Ja. Aber es gibt kein Pokémon im Spiel, dass du für das der Meisterball benötigt wird. Also du könntest den auch auf einen Raupi schmeißen. wenn du unbedingt dieses eine Raupi haben willst. Die Kommentare kann ich mir lebhaft vorstellen. Wir fangen mal einen Carpador mit einem Meisterball. Das okay. Schöne ist, in späteren Spielen werden die Bälle im Menü und auch wenn sie geschmissen werden, auch als die dargestellt. Dann, dann sieht ein Superball anders aus als ein Pokéball und ein Hyperball nochmal anders. Das ist ganz schön. Ich verstehe, das ist natürlich jetzt hier dann... So, ich bin sehr froh, dass wir die Sylph-Co hinter uns gebracht haben. Ja, das war ein kleiner Akt. Wir haben aber echt gut Level gemacht. Also Captain Iglo ist immer noch nicht so ganz dabei, aber ansonsten... Ja, aber schon, der war ja 26 oder sowas, als wir angefangen haben. Aber Pat auf 41 gebracht ist schon gut. Voltmod 35, Miffy 36, Rammstein 37. Genau, beim nächsten Mal erkunden wir noch ein bisschen weiter Safronia City, denn jetzt sind ja hier alle Team Rocket-Mitglieder weg, wodurch unter anderem die Arena frei ist. Das heißt, nächstes Mal geht es dann relativ gleich los mit einem Arena-Kampf gegen Sabrina und ihre Psycho-Pokémon. Habe ich ein gutes Gefühl. Endlich mal wieder kämpfen. Endlich wieder ein Orden. Ja, oh Gott, ja, Orden, ey. Ich krieg zu Hause schon immer Schläge, wenn ich ohne Orden ankomme. Das kriegst du heute wieder Schläge. Ich speichere aber trotzdem mal. Ja, genau. 25 Stunden. 25 Stunden Pokémon. Mhm, es werden noch ein paar mehr. Geil. Wären wir dreistellig? Dreistellig hoffentlich nicht. Nee, das ich hoffe, wir schaffen es unter 40, aber das wird sich zeigen. Das ist sehr schön, dass wir hier angefangen haben, wo wir jetzt auch aufhören. Also fast. Also ja, genau, stimmt. Wir haben mit dieser Session zumindest einen Kreis gemacht. Für euch waren das ja mehrere Folgen. Okay, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss.